herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Agenesis Part 2. Ja, wie ihr sehen könnt, seht ihr nichts. Ich bin gerade ein bisschen erschüttert und fix und fertig. Ich hatte nach der letzten Folge, wo wir ja die Biberdämme gelootet haben, danach bin ich nur noch nach Hause, habe die Lootdrops noch mitgenommen, war sogar ein ziemlich cooler Stuff drin, bin nach Hause, dort habe ich dann einen Game Crash bekommen. Und zwar so ein, dass er den ganzen PC lahmgelegt hat. Ich konnte also auch nicht mehr über den Task Manager irgendwas machen. Das ging komplett. PC neu gestartet, gehe wieder ins Spiel. Und das war's. Ich sollte mir einen neuen Spawnpunkt aussuchen. Da habe ich schon gedacht, oje, oje. Dann habe ich die Save Game Dateien durchgeschaut. Und ja, die sind alle noch da, aber scheinen irgendwie kaputt zu sein, weil es ist nichts mehr da. Und ich hatte bis jetzt tatsächlich noch nie Probleme mit irgendwelchen Safe-Game-Files von ARK, weswegen ich mir da auch keinen Backup angelegt habe, was ich aber ab jetzt tun werde, weil ja, es ist alles weg. Die Tiere ist weg, Haus ist weg, alles ist weg. Was noch da ist, bin ich. Ich bin Level 80, so wie es auch vorher war. Und hab noch die ganzen Hexagons, hab hier auch alles gelernt. Man sieht unten in der Leiste, wenn wir hier ein bisschen ins Dunklere gehen. Ja, sieht man hier unten auch Spitzhacke, Axt, Wasserglas, das Schwert, die Armbrust, dann hier die DPS-Sniper-Rifle. Also alles, was ich hier unten drin hatte, die Bolas und sowas. Ja. Sieht man alles schön unten in der Leiste. Aber das war's auch. Es ist einfach alles weg. Tiere weg, Haus weg. Und ich fange wieder bei Null an. Jetzt ist natürlich die Frage, ich möchte jetzt eigentlich nicht wieder hier anfangen, weil ja, da sind die Erinnerungen zu stark. Ich versuche einfach mal ein Häuschen aufzubauen. Vielleicht im Off, entweder doch unten am Strand oder drüben auf der anderen Seite. Und ja, wir schauen einfach mal, weil drüben gibt es natürlich auch schöne Fleckchen. Ich hoffe, ihr seid da trotzdem weiterhin mit dabei. Wie gesagt, das habe ich mir definitiv nicht ausgesucht und es ist das erste Mal, dass mir das überhaupt passiert, dass ein Safe-Game von ARK in irgendeiner Form verloren geht oder kaputt geht. Wie gesagt, es scheint ja auch nur halb kaputt zu sein, weil ich... Oh oh. MTF. Achso, ich habe ja noch nichts an. Ja, jetzt wollte ich gerade ein Fernglas holen. Oh Mann, ja, bringt nichts, wenn wir jetzt jammern. Wir machen jetzt das Beste draus. Fangen wir einfach nochmal an. So what, was soll's? Oh, hier gibt's aber auch wirklich schöne Flecken, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber andererseits... Hier wäre es auch schön. Nur hier haben wir auch wieder... Oh, Jotis, Archies... Ja, wie gesagt, ich habe mir das nicht ausgesucht. Mein schöner Quetz. Der Archie. Ich meine, wir hatten ja jetzt noch nicht so viele Tiere, ja. Aber, das, was wir hatten, hatten wir, ne? Was ist denn das hier? Das kenne ich auch noch so gar nicht. Respekt. Okay, das ist einfach nur ein großer Swimmingpool scheinbar. Also es gibt Ecken, die ich selbst noch nicht kenne. Primitiver Juti-Sattel, warum? Ein Tech-Kraftfeld, ja, das brauche ich jetzt auch unbedingt.
Ja, ich bin immer noch gerade so ein bisschen dabei, das zu verarbeiten tatsächlich. So ganz fassen kann ich es nicht. Oder noch nicht. Wir sammeln jetzt erstmal, ich sammle mal ein paar Loots in der Hoffnung, dass wir vielleicht ein bisschen was finden, was wir gebrauchen können. Wäre schon cool. Ich verstehe echt nicht, wie das passieren kann. Game Crash und alles ist weg. Normal ist das nicht. Noch Safe World gemacht nach der Folge davor, also der Folge, wo wir die Biberdämme gelootet haben. Vielleicht war das das Problem. Vielleicht hat da irgendwas nicht funktioniert. Ich kann es euch nicht sagen. Bin genauso erschüttert. Vor allen Dingen, das Haus hat mir echt so super gut gefallen. Ich meine, es gibt hier echt viele Bauplätze, aber ich wollte halt auch relativ zentral sein und ich wollte auch nicht so weit weg sein von dem Übergang. Obwohl, da fällt mir gerade was ein. Ich müsste doch auch hier, obwohl das kenne ich nicht. Und zwar, wenn wir mal auf die Map schauen. Müsste es doch hier hinten auch einen Übergang geben. Nach drüben. Weil ich hätte halt gerne schon in der Nähe gebaut, wo wir relativ schnell und problemlos ins Allbiom und somit auch rüber ins andere Biom können. Von daher schauen wir doch mal. Den Weg von hier kenne ich noch nicht. Ist das da? Ist das der? Oh, das ist ein Alpha-Rex. Juhu. Ja, hier geht's nach drüben. Und ich glaube, es sind auch gerade grüne Kristalle. Ich vergesse nur immer, dass ich eigentlich noch nichts hab. Wow, hier ist es ja auch voll schön. Die Nachbarschaft ist atemberaubend hier. Wasser haben wir auch keins. Aber ein Mission Pad. Ja, nö. Dann fliegen wir doch mal rüber. Ich sollte aber vielleicht erstmal eine Grundausstattung machen. Es ist echt alles weg. Es ist alles weg. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehabt. Bei Ark. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist mir noch nie passiert. Ich will die Loots holen. Wir suchen uns jetzt erst noch ein schönes Bauplätzchen und dann. Fangen wir einfach noch mal von vorne an. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid trotzdem mit dabei. Das Chaos gibt es ja so oder so. Ich war nur echt so happy mit dem Häuschen. Das erste Häuschen in Ark, was ich von mir richtig, richtig schön fand. Und dann wird es mir auf so eine tragische Art und Weise genommen. 73 Metallbahn, das finde ich jetzt persönlich schon wieder gut. Und ein Bierfass, das. Ich weiß, wir könnten die Sachen auch hinstellen und. Obwohl, das was, den Kram brauchen wir auch nicht. Hier ist natürlich. Was knurrt hier so?
Ihr hört das Geknurre aber auch, oder? Hallo, ich bin Hylen Arya. Ja, eine danke. Eine fatale Persönlichkeit, die in ein Hightech-Hologramm programmiert wurde. Stell dir einfach vor, dass ich deine Reiseführerin bin. Ja, hier sind wir wieder, wo wir angefangen haben. Wow. Das nenne ich mal Punktlandung. Ein Eco-Sattel, really? Ein Yoti-Sattel, das ist nur ein Bauplan für einen überragenden Yoti-Sattel. Das Stoffhemd können wir wegschmeißen. Mörser und Stößel ist schon mal gut. Kann man gebrauchen. Metallfenster, wer braucht denn sowas? Ach du je. Ich will zu einer bestimmten Stelle drüben auf der anderen Seite. Obwohl, die ist auch weit hinten. Aber das kann uns dann eigentlich egal sein. Ich wollte mir mal auf der anderen Seite den Übergang nach drüben angucken. So. Wir fliegen mal einen Tick höher. Ich bin echt, ich kann das echt immer noch nicht fassen. Es ist einfach alles weg. Und ich war so stolz auf mein Schwarzwaldhaus. Ich verstehe es nicht. Ja, wir suchen jetzt hier mal. Obwohl, so mit Palmen und so hätte ich auch schon schön gefunden, ne? Weil das ist ja jetzt mehr so ein bewaldetes Gebiet. Aber naja, es soll ja auch praktisch sein. Wir können ja mal gucken. Na, irgendwie so hier hinten. Obwohl, hier hinten ist es... Also... Gemütlich ist auch anders, ne? Das hat schon in sich. Obwohl, ich meine, hier die Wasserfälle und so, ne? Die sind schon ein Träumchen. So ist das nicht. Aber andererseits, da hinten ist auch der Gigaspawn. So, wir fliegen mal hier durch. Genau da. Hier ist nämlich der Durchgang. Um ins Albiom zu gelangen. Ernsthaft, da ist ein Bronto drin? Hängst du fest, oder? Was stimmt mit dir nicht? Bist du Deko? Oh, doch, keine Deko. Zombies finde ich gerade auch schlecht, weil ich hab noch nicht mal eine Waffe, Leute. Ich habe noch nicht mal was zu essen. Ich habe nichts mehr. Ich könnte eigentlich, wenn es nicht ganz so traurig wäre, könnte ich eigentlich eher gerade heulen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätten wir auch ein Mission Pad. Another journal entry from the ship's database. Huh. What did we look this one? Also schlecht finde ich es hier eigentlich tatsächlich auch nicht. Okay.
Okay, ich hätte mir ein bisschen mehr Wasser gewünscht. Oh wow, hier ist auch wieder Party ohne Ende. Also hier haben wir den Eingang. Wo ist denn jetzt hier das nächstgrößte stehende Gewässer oder seeartige? Oh, hier ist ein Spino. Ich wollte gerade durchs Fernglas gucken, welches ich nicht mehr besitze. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das ist alles nicht so prickelnd. Wir fliegen mal in die Richtung. Wie wär's denn hier? Hätten wir auch gar nicht so weit darüber. Wir haben eine große ebene Fläche. Oder wir? Obwohl hier unten ist auch immer viel Action. Ich meine, aber es wäre schon schön hier, ne? Wir gucken auf wunderschöne Wasserfälle. Dein Ernst jetzt? Warum? Oh Leute. Hier ist alles voller Ferroxe. Ja, aber hier wäre schon nice, ne? Haben wir zwar auch wieder. Ja, wir haben auch wieder Krokodile en masse, ne? Aber wäre schon. Wäre schon schick. Obwohl auf Wasser direkt sind wir ja irgendwann auch nicht angewiesen, ne? Wow. Zu dir hat man keinen Zugang? Ne, scheinbar nicht. Danke dafür. Das Spiel will es mir heute echt mal so richtig, aber mal so richtig zeigen. Merkt das schon. Aber ich finde es hier irgendwie echt schön. Oder hier oben. Da. Wir bleiben erstmal hier. Hier können wir uns eigentlich eine Riesenbase abstecken. Wirklich eine Riesenbase abstecken. Haben Wasser. Haben das Rauschen vom Wasserfall. Wo wird denn das besser?
hier hinten. Aber haben halt keinen Blick auf den Wasserfall, ne? Na ja, gut, dafür wären wir dann da hinten unten. Was ist da oben? Das Plateau. Das sieht aber auch nicht schlecht aus, ne? Hier so. Wir lassen uns jetzt einfach ruhig angehen. Wir suchen jetzt in Ruhe einen neuen Bauplatz und... gucken, was uns denn da so erwartet. Würde ich sagen. Die Frage ist natürlich, was kann uns von hier oben in die Base fallen? Oder wir bauen hier oben und nehmen das hier unten noch mit für die Tiere. Mit einer Treppe nach unten. Aber Aussicht ist hier. Ja. Aussicht ist eigentlich auch ganz schnieke, ne? Man sieht nur leider die Wasserfälle nicht. Ansonsten finde ich es hier jetzt auch ganz hübsch. Was mir nicht so gefallen hat, ist, dass wir hier gerade so... Also von der Ebene her finde ich es hier unten eigentlich fast schöner. Frage ist halt nur, was fällt uns alles in die Base? Ich finde hier die Ebene eigentlich fast schicker zum Bauen. Hier sind wir wieder auf der Ebene. Ich finde es halt schade, dass wir die Wasserfälle nicht sehen können. Das stört mich gerade am meisten. Also ein Blick auf den Wasserfall finde ich schon schnieke, ne? Oh wow, ich habe nicht mal eine Waffe. Und hier müsste man halt, hier wäre es eigentlich, würde es mir hier richtig gut gefallen. Nur hier müsste ich halt mit Spikes ziemlich viel am Wasser oder durchs Wasser durchmachen. Obwohl die Frage ist natürlich, ob das alles noch so spawnt, wenn man hier erstmal... Oh, Biber. Wenn man hier erstmal gebaut hat. Von daher, komm, lasst hierher gehen. Ich finde es hier irgendwie schön. Ich finde es hier irgendwie schön. Und wir haben nicht mehr die Erinnerung an den letzten Spielstand. Okay, die Ferroxe finde ich ein bisschen... Oh Gott. Warum? Ich habe kein Element für euch. Lasst mich doch in Ruhe. Ich will doch nur... Dann könnte man nämlich hier auch noch schick echt Brücken rüber bauen und so rechts und links. Also es wäre schon nice. Ne? Ja, dann würde ich sagen, fangen wir hier neu an. Was soll der Geiz? So viel hatten wir noch nicht, obwohl das, was wir hatten, war eigentlich schon ganz gut. Ja, machen wir das Beste draus. Dann trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dennoch weiterhin mit dabei. Habt heute noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, eure Shazadi. Ciao, ciao.